Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bloody vs. Marco. Hey, willkommen im Studio, wie immer, der fantastische Donny. Ich baue eine Mühle, Sullivan. Das ist jetzt auf der anderen Seite. Heute das erste Mal bei uns Special Gast und Chat-Korrespondentin Mara. Hey! Nicht das erste Mal, also erstmal bei Flonny, ja, aber letztes Mal auch schon dabei, sehr gut den Chat bedient. Hab ich doch gesehen. Hab ich gesehen, wie du Ben fertig gemacht hast. Ich muss das gleich am Anfang. Ja, mit dem Tower Rush, war ein bisschen lame. Aber ich muss gleich mal am Anfang loswerden. Ich finde das so witzig. Mara hat es gerade erzählt, liebe Leute. Ich habe ja bei Mara diese Offensivburg gemacht, die sogenannte legendäre mittlerweile Offensivburg. Und Mara hat sich vorhin beschwert, dass sie jetzt. Offensivmarkt. Offensivmarkt, genau. Sorry. Und Mara hat sich vorhin beschwert, dass immer, wenn sie jetzt nach diesem Spiel, also nicht immer, aber oft, dass wenn sie gegen Leute spielt, die bauen jetzt auch immer einen Offensivmarkt. Ey, du hast den Offensivmarkt salonfähig gemacht. Ich die neue Strategie, viable, würde ich sagen. Keiner denkt da dran. Aber ich hatte Idle Villager, dann bauen die halt einen Markt. Ich fand's genial. Marco, wie schaut's bei dir aus? Hast du deine Glücksweste an? Oh, das ist schwer zu erkennen, ne? So ein bisschen. Was, da hinten ist das. Ja, da ist ein Westchen. Da ist sie. Eigentlich ja, hätten wir Rico einen Fleck. Oh Gott. Wir hätten Rico. Nee, das ist einfach nur ein Bierbauch. Wir haben richtig trainiert. Du hast trainiert. Wir haben ein paar Mal gegeneinander gespielt. Ich habe trainiert. Ich habe gegen Community-Mitglieder trainiert. Vielen Dank dafür für das ganze Training. Ich habe Bock. Wir sind heiß. Ich glaube, wir haben heute tatsächlich mal eine realistische Chance, weil wir haben auch ein bisschen gespielt. Wir haben uns ein bisschen synchronisiert. Wir haben ein paar interessante Strategien ausprobiert. Ui. Und ich glaube, heute wird Marco richtig in die Mangel genommen. Mangel oder Memme, ne? Und davor werden wir aber auch noch ein Spiel Donny vs. Florentin spielen, über das ich fast immer nervöser bin, weil gegen Marco haben wir nicht so viel zu verlieren, weil die Leute erwarten, dass wir verlieren, aber gegen dich ist es so ein bisschen, du knabberst. Ich knusper mich hoch, also ich glaube mittlerweile erwarten, dass, weil so oft, wie ich jetzt heute allein schon in den Räumen gesagt habe, heute glaubt er dran. Ich glaube, ich baue ich mir selber wieder so einen Druck auf, dass wir wahrscheinlich wieder scheitern, aber ich sehe das ähnlich wie Florentin, also ich bin immer fast mittlerweile nervöser, gegen dich zu spielen, weil du mich unfassbar aufregst, wie du spielst und ich immer verliere und es immer das Gleiche ist und ich es trotzdem nicht gekontert krieg. Aber deswegen haben wir heute gibt es keinen Redface Donny, heute gibt es den frischen Donny, weil wir heute den Redface Donny gibt es auf jeden Fall nachher, ist ja klar. Weil sobald ich anfange, diesen Denkapparat zu benutzen, der sonst wirklich nie benutzt wird, das wissen wir doch alle, wird der halt rot. Und heute haben wir mal nicht vor Sendungsbeginn sozusagen gegeneinander gespielt, was wir letztes Mal immer gemacht haben zum Eintritt. Ich habe schön einfach meine Build-Order geübt gegen die KI, ein bisschen mal geguckt, was kann man so machen. Deswegen gehe ich frisch ins Spiel, ich bin guter Dinge. Mir ist egal, was heute passiert, ich will nur, dass mein Scout nicht stirbt. Das ist mir in letzter Zeit so oft passiert, dass mein Scout vom fucking Town Center gestürzt. Ich habe ein bisschen trainiert, wie man den Pfeilen ausweichen kann und so, aber im Endeffekt ist es oft auch eine Glückssache, wenn du einfach völlig reinläufst, dann hast du verloren. Naja, du kannst ja schon ahnen, wo das ist und dann vielleicht schon mal so. Du könntest zum Beispiel. Ich sag dir keine Tipps. Ey, das ist mein einziges Ziel. Ich will meinen Speer nicht verlieren. Deswegen, ich weiß nicht, machen wir noch Werbung oder gehen wir gleich? Zeig mir nochmal Rikon bitte. Wenn wir schon Rikon, ist Rikon noch am Start? Rikon ist hier unten, ja. Komm, nochmal Rikon, den wollen wir das sehen. Komm mal, Rikon ist Ehrenmitglied bei Flonny. Ich finde, der braucht. Er hat ja auch wie eine. Ist ja fast wie eine Weste, ne? Was er so. Schön, eine weiße Weste. Ich liebe diesen Hund. Jawohl. Ja, cool, cool, Mara, dass du dabei bist. Du wirst ein bisschen so den auch mitkommentieren, ne, mit Marco und so ein bisschen auf den Chat achten. Ich hab den Marco, Super-Chat ich lasse die Frage natürlich. Sollen wir jetzt schon fragen, wie sein Level ist? Die Frage muss natürlich kommen. Nein, ich glaube, es ist realistischer, nachdem er uns hat performt. Deswegen stelle ich, ihr wisst, welche Frage ich meine, aber ich stelle sie nicht. Aber die zweite Frage, die sich natürlich alle stellen, ist, welches Volk wählt Donny dieses Mal? Ich habe gehört, man munkelt, du hast dich irgendwo auf ein Volk festgelegt ein bisschen, aber man weiß, bei Donny, da ist immer ein bisschen was unerwartetes mit dabei. Ist ein Merchant of Error. Ich nehme natürlich Correctus. Natürlich die Briten. Bullen. Na dann, nimm die Einleitung an und ich glaube, dann können wir auch schon direkt anfangen. Ihr werdet gleich mehr hören von Marco und Mara. Ja. Und während wir direkt ins Spiel gehen. Gibt es jetzt ein kleines Werbungchen oder starten wir direkt rein, liebe Regie? Wenn Timo Bock hat. Komm, wir hauen rein. Geil. Also wir schalten jetzt auf Marco. Wir machen hier den Monitor aus, bitte. Dran denken und dann spielen wir jetzt, ne? Und Marco und Mara übernehmen. Herr Donny, dann nehmen Sie diese Einladung an. Genau, dann Ton geht es auch schon los. Dann haben wir das. So, dann gucken wir mal. Also wir haben natürlich 97. Moment.
Sag mal, dehnst du gerade ernsthaft deine Finger oder was? Ja, wir haben natürlich wieder die Towns aus der Community am wow. Start, die großartig sind. Was haben wir denn noch? Irgendwelche. Ich weiß nicht, was ich tippe, ich höre es gerade nicht. Okay, mehr Spieler, Freunde. Falsche Entscheidung. Falsche Entscheidung. Aber natürlich. Nein! 102 ist auch sehr gut. Ich kann nur empfehlen, diese Towns herunterzuladen, weil die sind großartig. Oh, König Donbert der Erste. Donny, warst du nicht mal ein bisschen höher? Also fast 1700? Jetzt bist du 1616 nur noch. Was ist da los? Was ist da vorgefallen? Okay. Go, go. Okay, Man hört dich nicht mehr. Okay, man hört mich nicht mehr. Okay, dann viel Spaß euch. So, dann, jetzt hört man ja nur noch uns. Wie gesagt, die Towns werden abgefeuert. Donny gegen Florentin vorab, bevor es jetzt hier gleich richtig losgeht, mal wieder ein riesiger Shoutout an die Community, die mega geil bei diesem Format mitwirkt und darauf reagiert. 5000 Likes pro Folge, fast 100.000 Views durchschnittlich. Live sind wir jetzt gerade auch schon über 4000. Das ist schon wieder geil. Das ist krass. Das ist richtig geil. Währenddessen sehen wir hier erstmal Florentins Start. Findet keine Schafe, hat sie jetzt gefunden. Ja, guck mal, 40 Sekunden schon vergangen. Jetzt erst ein paar Schafe gefunden. 4 untätige Dorfbewohner. Das meinte ich auch schon vor dem Spiel. Wenn du deine Sachen nicht findest, knusper halt hier noch so einen kleinen Busch an. Und dann ist das gut hier. Auch wenn der so weit weg ist? Auch wenn der so weit weg ist. Das lohnt sich eher, dass du halt ein bisschen Nahrung hast, bevor du gar keine Nahrung hast. Also sprich, dann kannst du einen losschicken oder zwei. Die holen dann jeweils 10 Nahrung zurück. Da hast du schon mal 20. Und dann kannst du einmal droppen mit 4 Dorfbewohnern. Mhm. Dann bist du wieder ready. So, aber ansonsten, was ich schön lustig... Scouting. Ja, das finde ich cool. Also seit... Schäfchen. Die haben das einmal gesehen irgendwo. Also Donny ja eh mehr, der bei den Profis zuschaut. Und ja... Florentin jetzt auch mit Sheep Scouting. So, aber das war ein bisschen Maus-Sheep Scouting. Die haben ja das hier aufgedeckt. Und da kann man ein bisschen mehr machen. Schauen wir mal bei König Donbert den Ersten rein. Der baut jetzt schon sein Lumbercamp. Yay. Dann wird er wohl über diesen Namen nachgedacht. Ja, das ja, weiß ich auch nicht. Auch hier, guck mal. Also, er findet zwar jetzt zwei weitere Schafe. Direkt nebeneinander, ist auch ganz nett. Das ist, die sind auch vor allem sehr close. Das ist super geil. Mhm. Auch hier dir im Rückraum super gut. Ja, aber wie gesagt, also Sheep Scouting schön und gut, aber dann machst du auch richtig, ne? Also diese ganze Geschichte hier hinten, wo auch was sein könnte, oder wo du jetzt hier siehst, Alter, hier ist ja mega geil zum Abbauen, mhm. Das kannst du alles mit Sheeps scouten. So, und hier hast du jetzt die beiden letzten Sheeps, die er gleich finden sollte, und damit hat er eigentlich einen soliden Start. Jetzt muss er nur dran denken, dass er, ja. Eieiei, da geht's schon los. Da geht's schon los. Oh nein, Nee, da steht er. Ah, das habe ich. Nehmen wir wieder zurück. So, dann nehme ich das zurück. Das Schief habe ich nicht gesehen. Das hier ist gut, kann man machen. Das finde ich ein bisschen, das kostet Zeit. Er braucht noch gar kein Haus bauen. Er ist 11 Pop von 15. Haus baust du bei 13. Aber er macht doch immer sein Haus, wenn er den Bohrer holt. Das macht er doch immer. Ja, das macht er immer, aber ist das effektiv? Schweinehaus. Ist das effektiv? Fragezeichen. Auch hier den vierten Dorfbewohner brauchst du noch nicht so schnell, weil du noch nicht so viel Holz brauchst. Also du holst eigentlich mit deinem eins... Jetzt geht's los. Das hat er gut gemacht. Gerade noch reagiert, aber 5 brauchst du auf gar keinen Fall auf Holz jetzt. Das ist auch gut, was er hier macht. Also das ist, wenn man das wirklich vergleicht, wie es früher aussah, sehr, sehr viel geschluckt. Hätte er auch reinstecken können wieder, also ins Dorfzentrum. Genau. Und das war eigentlich ein guter Lure. Aber wie gesagt, zu viel Damage genommen. Hier jetzt sind jetzt 4 drauf. Den einen hat er jetzt zurückgezogen, hat er gemerkt, einer zu viel. Natürlich ist er jetzt nicht haust, hat also keine Probleme, weil er hier dieses Haus gebaut hat. Aber deswegen auch leicht einen leicht verspäteten... Chat ist triggert. Was war das? Egal. Geister? Chat triggert? Wieso ist Chat triggert? Ich guck's nachher nochmal an. Hier haben wir auf jeden Fall ein angeknuspertes Schäfchen. Hier haben wir jetzt noch keine Mühle. Guck mal, Donny leicht schneller. Auch so ein semi-geiles Lumbercamp. Also kann man setzen. Also wenn du wirklich jetzt nicht sowas hier hättest oder sowas, kann man das so machen. Also das ist jetzt nicht schlimm, weil du hast ja genug Bäume hier, die du erstmal wegnaschen kannst. Also nochmal ein bisschen nach links. Hat der da oben auch noch Holz? Hier hat er auch Holz. Guck mal, du siehst ja auch immer auf der Map alles so, was so grün ist, also dunkelgrün, das ist ja immer dein Holz. Ach was. Ja, ich sag's nur für die Zuschauer da draußen. Also mal hier, nicht immer alles gleich vorwegnehmen. Auf jeden Fall baut er jetzt schon, jetzt habe ich mal ein Gefechtsniveau angemacht, das zweite Lumbercamp. Oh, Quatsch, ich bin bei Donny. Oh Gott, ich wollte zu Florentin. So, das zweite Lumbercamp. Jetzt sieht fest, um Gottes Willen. Nee, das ist ein Haus. Hier baut er es hin.
Oh, Matthias Schulenberg ist im Chat. Ei. Wird es da vielleicht ein paar GIFs nachher geben, Matthias? Ja, hoffentlich. Das hier ist mal wieder so ein Florentin-Ding. Ah, das ist das, was man vermeiden möchte. Und ja, der Bohr ist auch nicht da. Wo ist denn sein anderer Bohr? Hier ist ein Wolf. Kann er den naschen? Oder hat er schon seinen. Hat er schon zwei Bohrs? Nee, da rechts. Ach, guck mal. Sieht er den? Den sieht er nicht. Ach, jetzt tötet er vielleicht sogar noch. Ja. Oh ja, der ist weg. Lecker. Der ist weg. Fuck! War die falsche Entscheidung. Da kommen die Towns. Ja, guck mal. Theoretisch, was jetzt möglich wäre, er könnte auch das Pferd essen. Ne? Geht in Age of Empires leider nicht. Somit. Ja. Ich dachte schon gerade, ich hätte mega was verpasst. Aber wie gesagt, das, was jetzt hier gerade ein bisschen falsch läuft, erstmal das, was ich auch mal wieder sage, also versuchen die Villager manuell an bessere Positionen zu hieven. Also hierhin oder hierhin und nicht so diesen Weg laufen lassen. Guck mal, wie weit die jetzt laufen muss. Ja. Das ist ineffektiv. Die hier geblockt. Ja. Dieser verfickte Scout. So, wie das läuft. So, dann gucken wir mal bei. Warum hat er jetzt trotzdem so viele Punkte Vorsprung? Scouting. Durch Scouting einfach, ne? Scouting-Punkte. Das ist halt. Scheiß auf die Punkte. Also wirklich, scheiß auf die Punkte. Das ist alles dann meistens, also nicht immer, aber es ist sehr, sehr oft dann einfach nur Scouting. Ihm fehlt ein Bohr. Und das heißt auch für ihn, weil er jetzt erst so spät auch die Felder gebaut hat und auch nicht auf Tier reagiert hat, also was er jetzt eigentlich hier sieht, was ich sofort machen würde. Mhm. Oder halt wegs mit Dorfbewohnern irgendwo noch versuchen zu scouten, wo noch der Bohr sein könnte. Hier, obwohl hier eher unwahrscheinlich, weil er sich immer bewegt, über mehrere Teils. Aber das abscouten, wo noch der Bohr sein könnte, also schnellstmöglich, bevor ich versuche, den Gegner zu finden. Schauen wir mal bei Donny rein. Bumm. Das sieht besser aus. Gleicher Pop, aber schwacher Pop eigentlich. Also 22 für 9. Er geht aber jetzt noch nicht, will er mit 24 hoch oder was? Ja, will mit 24 hoch. Könnte er jetzt hoch? Würde ich fast schon. Ja. Würde ich definitiv. Also, er liegt schon ein bisschen zurück, aber das Ding ist. Ja, das sieht nach Fast Castle aus. Ja. Gut, hier wieder auch so ein Problem, was Donny sich irgendwie angewöhnt hat, nur noch 3 auf Barrys zu schicken. Mhm. Nee, 4. 4, immer 4 rauf. Egal was passiert. No matter what. Und wir sehen, er geht auf Gold. Er geht aufs Gold. Und das kann nur eins bedeuten. Erstmal, er ist gleich Haust. Der Wall ist auch spannend. Was, ja. Aber er ist gleich Haus. Da ist es soweit. Es knackst, es knirscht. Die Häuser fehlen. Ja, und das Haus ist. Das ist ja richtig gut. Schön das Gold blockieren. Ja. Ja, wenn er das noch sieht, kann er es vielleicht noch abbrechen. Macht er nicht. Nö. Aber ich meine, die Familie wird reich sein. Die wohnt direkt neben der Goldmine. Aber ob es da schön ist zu wohnen, wenn die dann noch werkeln, ich weiß es nicht. Das war ziemlich laut nachts, ne? Das kann laut werden. Ja, das Ding ist halt, guck mal jetzt den hier auch an. Der hat, glaube ich, den miserabelsten Job aller Zeiten in der Herrschaft Donny. 26 Pop, guck mal, 26 Pop, 11. Minute. Und immer noch nicht. Ach doch, jetzt ist er ab, aber ich meine, 26. Minute bei 11, 26 Pop bei 11, das ist sehr schlecht, weil normalerweise solltest du ungefähr eine Minute 10, eine Minute 20 vielleicht sogar schneller sein mit so einem Pop. Also mit 26. Also normalerweise hast du mit Pop 25 bist du bei 29, 39 maximal. Aber er sammelt ja jetzt auch schon Gold, will er dann gleich quasi direkt. Der will eigentlich ein Fast Castle spielen. Ja. Also als anderes, da wäre ich hier überrascht. Er wallt sich auch ab. Der ist gar nicht mal so mega kacke. Problem ist natürlich, was er, glaube ich, vielleicht auch ignoriert, ist das hier. Wenn du da ein paar Bogenschützen reinstellst. Ja. Er wird genascht. So, das ist eigentlich, wie gesagt, nicht so dermaßen schlecht, nur ein bisschen zu nah dran. Hätte ich vielleicht einen Teil hintergestellt und das Haus mitbenutzt. Also nicht hier reingegangen, sondern da hinten das Haus mitbenutzt und vor allem den hier wegziehen. Florentin mit seinem Scout unterwegs, aber schauen wir doch mal, was Florentin macht, während sein Scout herumsteht. Er steht und geht ins Town Center. Er entdeckt den Wall. Er entdeckt auch den einen Arbeiter, der sehr, sehr, sehr weite Wege gehen muss. Guckt sich so ein bisschen die Woodline an. Und guckt sich die Woodline an. Und guck mal hier, was mir auffällt. Guck mal, Pop 30 ist gleich ab. Also wie viel ist er? 55. Und Donny ist jetzt ab mit Pop 26. So. Er hat ungefähr... Haben sich beide diesen Blödsinn angewöhnt? Sag mal. Ja.
jetzt nur noch einer da drauf. Also, jetzt, und ja, das Nahrung, ist so krass. Also, das Ding ist einfach bei Florentin, irgendwie ist er jetzt zu leicht zu lesen. Immer wieder eine Burg, immer wieder Konquistatore. Scheiß auf meine Ritter, auch wenn die stark sind als Spanier. Ich scheiß drauf. Ich will diese Schießeinheiten bauen, unbedingt. Und bis du eine Einheit hast, also, das dauert ewig. Du musst die Burg hochziehen. Du musst diese Einheiten dann bauen. Du musst vielleicht sogar ein Defensiv-Upgrade machen. Dann hast du erst eine, während der Gegner vielleicht schon 10, 20 Ritter hat. Ja, gratuliere. Er baut trotzdem einen Stall. Ich glaube, er hat da jetzt so eine krasse Build-Order drauf, die er jetzt jedes Mal durchzieht. Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich will auf Konquistatore gehen, dann gehe ich erstmal hier mit nicht nur drei Dorfbewohnern drauf, sondern vielleicht mit ein paar mehr. Also er braucht auf jeden Fall Nahrung, er hat jetzt gleich... Ja, er hat schon genug Gold für die Ritterzeit, ne? Ja, Gold. Gold, ja. Aber ich würde jetzt zum Beispiel hier anstatt den Stall, würde ich einen Markt bauen, komme schneller in die Ritterzeit, komme schneller an Konquistatore und kann halt dementsprechend meine Ressourcen verschieben. Was sagt denn Mr. Chat? Ich bin heute nicht salty. Marco wieder am Noob-Bashen. Am Noob-Bashen? Nee, nee, nicht bashen. Also, sie machen ja auch viele Sachen gut. So ist es ja nicht. Also, der Start bei Donny zum Beispiel sah auf jeden Fall besser aus als bei Florentin. Also, Florentin kann man jetzt auf jeden Fall für eins loben, das ist das Scouting. Er hat, guck mal, wenn du jetzt vergleichst... Das ist natürlich auch schwer ohne Scout, ne? Ja, er ist halt diesen Knick gelaufen, ist natürlich direkt in den Scout, in das Town Center reingelaufen. Das sind halt diese kleinen Momente, wo man einmal unaufmerksam ist. Das kenne ich auch nur selbst zu gut. Wo man dann den Scout verliert und ja, das sollte nicht passieren. Ja, der Wall jetzt hier, ja, kann man machen. Effektiver ist natürlich, den hier zu setzen und das kleine Ding hier nur abzuwallen, nicht so eine große Verteidigungslinie haben zu müssen. Vor allem noch eine Relic abgewallt, aber Relics spielen bei uns irgendwie allen nicht so eine große Rolle. Bis jetzt. Und würdest du dann quasi empfehlen, wenn man jetzt Donny ist und man weiß, da kommen jetzt gleich, kommt jetzt gleich eine Gruppe von 3, 4 Konquistadoren auf jeden Fall hin, würdest du dann quasi schon Plänkler dahinstellen, die darauf warten, oder würdest du vorher versuchen, da einen offensiven Angriff zu machen? Du, klar, also wenn ich jetzt merke, oh Gott, ich bin ziemlich langsam, kannst du natürlich jetzt, wenn du das erscoutet hast, das hat er ja nicht, er kann jetzt auch, stell dir vor, du baust Plänkler und dann kommt Ritter. Ja. Aber bei Florentin, man muss ja davon ausgehen, dass er das jetzt immer so macht. Ja, oder? Ja, muss man. Also das Ding ist... Also bisher hat es immer so gemacht. Bisher hat das immer so gemacht, aber er kann natürlich auch mal irgendwann das nicht mehr so machen und dann stellst du deine Plänkler hin, umsonst. Hast halt eine Archery-Range gebaut. Ja, aber wenn umsonst, er schon da ist und dann baust du erst Plänkler, ist er eigentlich zu spät, oder nicht? Dann ist natürlich ein bisschen spät, dann musst du halt natürlich gut abgewallt haben. Also zum Beispiel hier noch ein Wall hin und hier noch den Häuserwall zu Ende bringen. Dann kommt er auch gar nicht so richtig rein, ne? Dann hast du ja schon mal einen Vorteil. Hier ist natürlich nervig, aber die kannst du auch nach hinten ziehen, ne? Guck mal. Hast ja alles... Hier ist natürlich jetzt offen. Oh ja, jetzt alles offen. Na, oder? Nee, ist nicht offen. Hier ist ja noch das Ding. Genau. Genau, du musst dich halt gut abwallen erstmal und vor allem gut scouten. Also sprich, jetzt würde ich zum Beispiel vielleicht noch einen Spearman bauen und einfach mit dem scouten, was Florentin macht. Nämlich der ist jetzt schneller. Der ist jetzt auch schon fast, genau. Ja, der ist schneller in der Ritterzeit als Donny, der eigentlich ein Fast Castle spielen wollte. Was haben wir für Zeit? 18:30. Ja. Also Top 33. Ja. Was ich mir unbedingt noch holen möchte, und das wäre richtig cool, wenn wir das kriegen, irgendwo herkriegen, ist dieses Interface, wo du genau siehst, wer wie viel Pop hat, wer welche Technologien gerade in diesem Moment entwickelt, das gibt es. Oh, das ist nicht schlecht, ja. Und das müssen wir mal anfragen. Und jetzt guck mal. Das ist genau das, was ich meine. Okay, jetzt kommen hier Ritter. Also er will natürlich trotzdem eine Castle bauen, aber er baut trotzdem Ritter, hat das Defensiv-Upgrade drauf. Hat er das letzte Mal auch gemacht, eine Ritter-Rush schon klein? Ja, ich weiß es gar nicht. Ich glaube nämlich nicht. So, und jetzt stell dir mal vor, du hättest jetzt Plänkler gebaut. Ja. Hier, guck mal, jetzt hat er Donny auf jeden Fall, ist ja nicht Donny, ist ja Florentin, stimmt. Florentin hat, guck mal, fast die gesamte Map hat er gesehen, hat auch die Walls gesehen, was hier passiert, hat jetzt hier das Lumbercamp entdeckt, weiß, wo das Gold ist, das zweite Lumbercamp, sieht alles, was er braucht. Also er sieht absolut alles, was er braucht, und jetzt kommen hier diese Knusperritter, die haben Bock. So, was sehen sie? Und was macht Donny? Donny hat leider auch beide Goldspots dann auch noch davor liegen. Ne? Einen hat er da im Lager drin, die anderen beiden sind ein bisschen draußen. Den kannst du aber hier ganz gut absichern. Kannst du also, ein schönes TC nochmal hin? Oh, bingo. Da brauchst du hier ein TC hin. Schön. Du bist dann eh dran vorbei, wenn er da reinläuft. Genau. Und dann kannst du halt bis hier wallen noch. Perfekt. Ja. Kannst du machen. Das Ding ist halt... Okay. Er hat zugemacht. Ja. Das wäre jetzt da unten reingekommen. Aber ich meine, guck mal, was da das, ja... Den braucht er unbedingt. Den hier... Hm?
ist jetzt, wie gesagt, ist nicht schlimm. Also er geht auf Nummer sicher. Was super ist, also dass die beiden sich halt so angewöhnt haben zu wallen, ist auf jeden Fall super. Hier oben gibt es wahrscheinlich, ja, gibt es schon Stein, das. Ja. Gibt's Stein. Und es gibt ja diesen Briten-Bonus. Ich weiß nicht, ob Donny dieser Bonus so bewusst ist, ist ja, dass die Town Center weniger kosten. So, jetzt hört natürlich Donny, dass da was. Wie reagiert Donny? Kommt. Was macht er? So, hier knuspern die jetzt. Ja, die vom, ja. Vom Gold. Mein. Doch, 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 da brauchst du zwei Palisaden. Ja, ja, doch, so kannst du es machen. Oder einfach ein Haus noch davor oder sowas? Nee, das kannst du da nicht bauen. Das ist ja okay. Die Schräge. Also er macht es gut. Genauso kannst du es verteidigen. Jetzt knuspert er hier dran. Also wir, anstatt Florentin wieder mal so ein, ja, warum baller ich hier diese Palisadenwelle so an? Also ja, die brennen jetzt schön. Aber anstatt ich einfach reinklicke, hier jetzt reingehe, so und fertig. Ich laufe zwar einmal durch CC, aber so viel Schaden kriege ich dann nicht, wenn ich einmal durchlaufe nur. Sondern stattdessen, guck mal, macht er hier gar nichts. Müsste er ja gar nicht, wenn er vorne rumgeht. Und dann direkt hier links, dann ist er ja bei der Mühle, kann direkt da unten an die Woodline dran. Bingo. Also zum Beispiel, jetzt kommen natürlich ein paar Spearmen. Jetzt ist er Haus, der liebe Donny. Diese Wege, hier, guck dir diese Wege an. Ai, ai, ai. Ah, das ist sowas, wo du sagst, okay, pass auf, vielleicht baue ich da noch ein anderes Lumbercamp hin. Das würde ich auf jeden Fall abreißen, weil du siehst, es gehen trotzdem Dorfbewohner immer noch zurück. Hier ist jetzt offen. Da vorne links hackt noch jemand irgendwie rum. Ja, also es ist überall so ein bisschen viel zu wenig auf Gold. Guck mal, du hast permanent Goldprobleme, kannst gar keine Ritter richtig bauen. Hast jetzt drei, ja, sieben Stück. Ja, er ist jetzt drin auf jeden Fall. Killt hier ein, zwei Dorfbewohner. So, und was machst du jetzt dagegen? Also das macht Donny ganz gut. Also das muss man wirklich sagen. Kannst du nochmal auf Florentins Sicht? Ich gehe mal auf Florentins Sicht. Die Florentin jetzt reagiert, ja. Auch nicht gut. Da kommt die Burg. Das sollte Donny sehen. Also ich frag mich eins. Bei sowas, guck mal, du hast vier Ritter. Und beide reagieren panisch und bauen und sagen sich, ich muss schnell die Countereinheit bauen. Also Pekiniere. Ja. Ja. Ich habe aber gar kein Holz. Kann man ja auch sehen. Jetzt sieht er auch auf jeden Fall sein Bohr ab und zu. Hier verschwendet er. Jetzt kämpft der Ritter gegen Ritter. Ja, kannst du ja auch machen. Aber das ist auch so ein Ding, dieses Durchklicken. Das ist, leider Gottes ist es nicht möglich wie in Warcraft 3 zum Beispiel. Blizzcon, bitte schenke uns Warcraft 4 oder ein Warcraft 3 HD Remake. Dass du Alt gedrückt hältst und alle Lebensbalken siehst. Das wäre natürlich in Age of Empires super. Geht leider nicht. Du musst also durchklicken. Und das kannst du natürlich. Ach, direkt durch TC gerannt. Genau. Und das Ding ist halt, wenn du das einfach durchklickst, dann siehst du halt den, der am wenigsten Leben hat und kannst den wenigstens weghauen. Ja. Was machst du aber gegen vier Knights? Mönche. Sie ist ja geflüchtet so ein bisschen, ne? Ja, ich weiß nicht. Also er hat Schiss. Nee, da vorne ist er. Ja, er hat. Da kommt doch jetzt die. Ist das eine Burg? Das ist die Burg. Das ist die Offensivburg. Nein, die Offensivburg. Ja, das ist halt ein bisschen durchsichtig. Jetzt verschwendet Donny vier Ritter. Ja. Oder? Ne, zwei nur. Trotzdem zwei Ritter verschwendet. Also ich meine, das ist, guck mal, das. Na, wie viele Dorfbewohner hat er killed? Zwei? Nein, mehr. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also einiges. Ja. Einiges. Da hat Florentin echt. Da unten stehen idle Leute. Ja, nicht nur da. Fünf Stück sind es gerade an der Zahl. Also eins, zwei, drei, vier, fünf. Eieiei. Ob es jemals WC4 geben wird? Wir haben auch lange an kein AOE. Hat Florentin überhaupt Loom entwickelt? Fragt jemand aus dem Twitch-Chat. Ja. Die Ritter sind halt nur sehr stark. Das ist halt das Ding. Also Loom, glaube ich, entwickeln beide jetzt ganz gut. Also sprich, haben beide gemerkt, dass es wichtig ist. Hier würde ich einfach dieses Ding zumachen. Da müssen alle Ritter und jeder Blödsinn da durch. So, Pikeniere, jede Menge Ritter jetzt bei Donny. Jetzt würde ich natürlich auch darauf aufpassen, dass das hier zu ist. Also scheiß auf diesen Bohr jetzt. Und das, oh Gott, das, ob ich, ja, das muss man halt wirklich, das, da muss es schon gut sein, um das zu sehen. Das, glaube ich, muss ich selbst zugeben, will ich auch nicht sehen. Scheiße. Vor allem nicht mit dem Scouting hier. Wie viele sind das denn? Ja, das kommt jetzt einiges drauf zu. Oh je. Also es sind sieben. Sieben Ritter. Stehen? Sieben Ritter. Florentin weiß nicht, wo die stehen, glaube ich. Also, jetzt sieht er sie. Kommt er jetzt durch, natürlich? Ja. Ja. Nein, woran? Ich weiß nicht, wo jetzt kommt sie rein. Ja, jetzt. Das Ding ist halt, was Donny da macht, er wählt alle Einheiten an. Und da sind die ersten Konquistadoren, oder was ist denn? Vier Stück. Ja, vier Stück. Mit vollen Upgrades. Aber guck mal diese Wirtschaft an. Wenn du die abwehrst, was hat Florentin dann noch? Da hat er nicht mehr so viel. Deswegen muss er schleunigst. Läuft wieder weg? Ja, klar, dann muss er weg.
Also er hat hier, guck mal, er hat hier Pikeniere mit jetzt einem Upgrade. Mhm. 4 Stück an der Zahl und die verlieren gegen das auf jeden Fall hier. Also das, ja, hier verschenkt er ein paar Einheiten vielleicht noch. Ja, was Florentin wahrscheinlich danach sagen wird, ist, dass sein Holzspot nicht so geil ist. Aber dann bau doch einfach hier ein Towncenter hin. Wäre natürlich schön gewesen, noch ein paar Kaff-Archer dabei zu haben, die dann einfach schnell wieder dahinstellen kannst und ja ein bisschen da die Leute bei Donny? Bei Donny, ja. Ja. Meister Ritter ist dann besser. Also das Ding ist halt, da würde ich mich lieber entscheiden, was ich machen möchte. Okay. Also entweder oder. Entweder ich mache Kavager oder ich mache Ritter. Aber beides zum gleichen Zeit, das ist zu diesem Zeitpunkt einfach zu kostenintensiv. Mhm. Und ja. Wie ist die Reichweite von Kavagern verglichen mit Conquistador? Ich glaube, genau gleich. Also müsste ich mal reingucken. Gucken wir mal rein. Conquistadore haben ja 6. Und die haben, oh, sogar weniger, 4, guck mal. Machen wir schwere Briten, ne? Schwere haben auch 4. Oh. Ja, ja. Ah, okay. Das ist halt, das Ding ist halt, es steigt ja dann mit dem parthischen Manöver, glaube ich. Nee, das ist nur Panzerung, stimmt. Nur Angriffsstärke und Panzerung. Genau. Ja, ist natürlich madig und ich würde auch nicht Kavacher gegen Conquistadore einsetzen. Also, ach, jetzt geht es wieder los mit diesen Conquistadore. Also ich habe ja letztens auch mal gegen Florentin gespielt und wenn sowas immer einfach da in die Base kommt, das ist einfach. Ist nervig, deswegen gerade wichtig gegen den Spanier und da gucken wir mal bei Donny zu, was er macht. Abwallen. So, und das macht Donny eigentlich ganz gut. Das Town Center ist, als Brite kannst du 12 Town Center hier hinstellen. Das ist scheißegal. Die kosten so wenig, das lohnt sich. Also nochmal extra günstig bei Priest. Die sind richtig, richtig günstig. So, und jetzt kommen hier richtig viele Plänkler. Ja, klar. So, und Donny hat die Führung übernommen. So, und Donny ist auch hier forward. Und jetzt sehen wir mal was sonst nie, ja, was nie passiert ist. Donny übt Druck aus auf Florentin und kommt Florentin damit klar. Oh, jetzt sieht es. So, und das Ding muss ist wieder zurück. Okay. Jetzt muss er auf jeden Fall schnellstmöglich die Langbogenschützen ausrüsten. Also sprich File-Upgrades machen und Defensiv-Upgrades machen, die nicht verschwenden, weil die können natürlich. Hat er denn schon welche? Nee, hat noch gar nichts. Okay. Und die können natürlich den Konquistatoren gefährlich werden. Wenn sie ausgerüstet sind. So natürlich ist, ja. Haben auch eine viel höhere Reichweite. Ja, die Langbogenschützen. Langbogenschützen, die sind echt so kleine Imba-Leute. Die sind auf jeden Fall nervig. Was macht man gegen Langbogenschützen? Rammen. Ah, ja, stimmt. Ja. Kannst du auch gegen Konquistatore bauen. Zum Beispiel Rammen und Pikeniere oder Halbardiere. Und im Zweifel dann natürlich auch noch ein paar Skirms runtermischen. Weil Rammen sind einfach. Aber kannst du dann nicht einfach auch Micro und dann immer. Ja, aber das so musst du, halt, du musst die alle händisch halten. Also alle, die musst du immer wieder einzeln auf andere Einheiten raufklicken. Wenn du einmal nicht aufpasst und die greifen einmal die Mange an, greifen die immer die Mange an. Die töten, also die schießen so lange auf eine Einheit drauf, bis sie tot ist. Und der Rame kann ja einiges wegstecken. Und wenn du sowas hast wie Langbogenschützen, die noch mal weniger Schaden gegen eine Rame machen als Konquistatore, dann schießen die ewig drauf. Guck mal, 180 Durchschlagpanzer. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, jetzt bin ich. Oh, ist es? Ja, guck mal, jetzt. Ach du je. Oh, Banker. Sind es auch schon Elite-Blänkler? Ja, das ist auf jeden Fall Elite-Blänkler. Es fehlt nur die Upgrades. Und ich würde schnellstmöglich. Hat er eine Schmiede? Eine Schmiede hat er. Okay. Aber was ihm fehlt, ist natürlich eine Universität. Und er sollte die Uni schnellstmöglich bauen. Nämlich, Florentin wird natürlich das versuchen, was er im letzten Spiel auch gegen mich versucht hat: harassen. Also ganz viel stören, überall ein bisschen Ärger machen. In der Uni dann als erstes Ballistik? Ja, sofort. Gerade auch für deine Langbogenschützen. Das will ich immer vermeiden, dass ich alle Einheiten markiere und losschicke, sondern immer so meine Steuerungsgruppen aktiviere oder halt die mal reinschicke und irgendwo ein bisschen Schaden machen lasse, wie hier zum Beispiel. Ja. Eine Ramme ist ein bisschen wenig. Sollte er bisschen gucken, dass er vielleicht dann noch mehr macht. Ich bin gespannt, wo er damit hingeht. Ja, guck mal, das ist halt so. Genau, und das ist dieses Nervige, wenn du da einmal nicht guckst. Ja, ein bisschen harassen. Also er hat hier jede Menge zur Verteidigung. Also wirklich super viel zur Verteidigung. Und gleichermaßen. Also richtig viel im Angriff. Das sieht richtig eng aus für Florentin. Ey, guck dir das mal an. Der hat. Man sieht so einen Fortschritt bei Donny. Das, ey, auf jeden Fall. Das, auch wenn es halt sich immer jetzt, wie ich auch schon gelesen habe. Das war jetzt. Ja, das war nicht so cool. Hat er nicht aufgepasst, weil hinten das hat Florentin wieder gut gemacht, gestört hat. Dann war Donny kurz abgelenkt. Ich glaube, er hat einfach nur da beim Holzverlangen reingekriegt. Nee, ich glaube, ja. Aber trotzdem, er war abgelenkt, konnte es halt nicht sehen. Hat nicht drauf geachtet und das hat Florentin deswegen gut gemacht. Weil Donny war kurz abgelenkt und somit konnte er Mange zerstören, ein paar Einheiten von ihm zerstören, beziehungsweise alle Einheiten wegnaschen. Alles weg. Alles weg. Und somit hat Donny wieder, Florentin wieder den Vorteil. Ey, das ist ein spannendes Match. Kommt. Ja. Beide haben sich verbessert. Das ist doch jetzt auch mal, das kann man sich auch mal ansehen. Also, jetzt muss nur das berühmte Follow-up kommen. Also zum einen
Upgrades. Kein Gold. Da frage ich mich, Donny. Mehr auf Gold. Hallo. Die beiden Goldspots, die da vorne stehen, hat er dir? Na, nein, aber das brauchst du auch nicht. Guck mal, du hast dort ein gesichertes Gold. Das Haus würde ich einfach löschen. Bei mir ist es auf Minus, deswegen. Weil ich manchmal, bei mir kam das schon so oft vor, dass ich Enter irgendwas schreiben wollte. Buff, klickst auf Entfernen. Tja, vielleicht warst du gerade auf dem Town Center. Echt? Ja. Wie klickst du das? Also so, ich mach einfach so, dann, und dann auf Entfernen ist ja Gebäude zerstören oder Einheit zerstören. Und zack, hast du mal ein Downtown Center oder eine Burg gelöscht. Ich habe noch nie versehentlich auf Entfernen geklickt. Entschuldigung, mir ist das schon passiert. Deswegen habe ich es hier gelegt. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, wie du Tastaturen bedienst, Marco. Psst. So, wir beruhigen uns. 4 untätige Dorfbewohner. Ist absolut in Ordnung. Also, ist jetzt nicht schlimm. Guck mal, den kannst du jetzt hier hinsetzen. Es sind hier 3 nur, die er irgendwo hatte. Ja, Holz kann man optimieren. Ja, könnte wieder näher dran, aber Gold auf jeden Fall. Jetzt wahrscheinlich da bei seiner Offensivburg gucken. Ja. Baut noch eine. Noch eine. Ja, super. Wenn Donny, wenn Florentin das sieht, dann er nicht. Immer die Blanklights stehen. Das sieht Florentin nicht, ne? Nee, guck mal. Hätte er die hier gebaut, aber so genau diesen Hügel ausgenutzt, was ich ja, glaube ich, auch in Donnys Kopf dann so sehen würde, da hätte Florentin die gesehen. Ich weiß nicht, ob es Donny bewusst macht. Also er kann ja nicht sehen, was Florentin sieht. Aber das ja, ist jetzt natürlich. Das Haus hätte man schon denken können. Dass ja, das Haus gemacht, das hat halt einen Teil. Ja, das Haus und diese Frau, die da. Ja, die Frau eher. Oh. Das Ding ist halt, hätte er Stadtwache, ja, da dann hätte, könnte das vielleicht wirklich sehen. Mit Stadtwache siehst du das. So, und jetzt muss natürlich Florentin reagieren. Und da muss ich jetzt eins sagen: Florentin, bessere Wirtschaft, geht nämlich jetzt Imperialzeit. Imperial, ja. So, und wenn dann die ersten Triebwerke kommen, da kann er wenigstens noch mal ein bisschen. Und auch viel mehr auf Gold. Guck, ja. Mal, er hat, guck mal, Donny hat gerade 4 Leute auf Gold, Florentin 300. Ja, Florentin ist, glaube ich, jetzt auch so auf Gold geeicht wegen seinem Konquistador. Ja. Also hier zum Beispiel siehst du jetzt diesen Riesenvorteil von den Langbogenschützen. Die können einfach alles wegknuspern, wenn sie nicht unbedingt von der Burg geschossen werden. Wenn man sich nicht unbedingt ins Burgfeuer reinstellt. Ja. Ist natürlich jetzt ungünstig, sehr ungünstig. Das Haus wird brennen. Übrigens kann immer noch darauf hinweisen, es soll der Mod kommen, bei dem der Florentins Häuser nicht brennen lässt, sondern einfach nur dastehen lässt und dann einfach umfallen lässt. Finde ich immer noch großartig. Dann die, ja. Idee. Aber es sieht bei Donny aus mit der Imperial. Ist er nicht auf dem Weg? Nee. Also Donny, Imperialzeit, glaube ich, noch weit entfernt. Ja, da fehlen noch 400, 500 Gold. Mhm. Ja, und ja, und hier sehen wir jetzt Blödsinn. Jetzt steht er da. Also da muss doch der bitte. Blänklern? Er braucht Blänkler auf jeden Fall. Hier kommt 3 Rammen. Alter, also bitte, Florentin. Guten Morgen. Also vielleicht machst du jetzt mal diese Rammen hier weg. Auf jeden Fall, was Donny besser macht, er hat viel mehr Einheiten. Viel mehr Einheiten. Da kommt die. Jetzt haben wir auch ein Defensiv-Upgrade mal wenigstens drauf. Und der wo ist der Markt? Wo bleibt der Offensivmarkt? Der nascht alles weg. Der Offensivmarkt, ich glaube, der lässt auch noch auf sich warten. Aber hier, guck mal, jetzt setzt Donny Florentin so unter Druck, dass er gar nicht harassen kann. Mhm. Dass er mit seinen Einheiten zurück wieder muss. Ja. So, und auf jeden Fall kann er diese Rammen abfrühstücken. Das ist gut. Kostet natürlich Donny Kohle, aber wie gesagt, er konnte jetzt Florentin bis dato ordentlich unter Druck setzen. Wenn er jetzt auf seine Einheiten aufpasst, geht das, aber tut er nicht. Die stellen sich schön in die Burg rein. Ja, jetzt holt er sie zurück. Ja, ist noch in Ordnung. Also komm. Na, jetzt gleich mal gucken, wenn Florentin Imperial ist. Das ist wirklich spannend. Das ist gut. Ja. Er hat jetzt alle Einheiten, die unterwegs waren, zurückgezogen. Die ganzen Konquistadore, die eigentlich auf dem Weg nach Donny waren, sind jetzt wieder richtig. Zur Verteidigung da. Und jetzt ist er Imperial. Jetzt sieht Donny, fuck, der ist Imperial und ich bin erst auf dem Weg. So, und was passiert jetzt? Also, wenn Donny Imperialzeit kommt. Okay, Haus. Erstmal schön ein Häuschen bauen. Und dann so, wo ist denn dein Haus? Jetzt bau halt auch ein Haus, bitte! Ja, jetzt. Baut das. Na, jetzt kommt eine Burg. Du merkst, also, wie lange bitte. Die brauchen, bis sie merken, dass sie Haus sind. Also, guck mal, wenn der Tribok jetzt draußen wäre, dann wäre das super. Hier ist Uphill gegen Downhill. Und ja. Die sind alle weg. Also, die haben zwar ein Defensiv-Upgrade. Nee. Jetzt. Guck mal, jetzt haben sie auch ein Pfeil-Upgrade, also ein Offensiv- und ein 2 Defensiv-Upgrades bei Donny. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Da kann er nicht die Burg bauen, ne? Da sind die Langbogenschützen, die verhindern das direkt. Genau so ist es. Genau so sieht es auch gerade aus. Das einzige Problem ist, er schenkt gerade alle seine Plänkler, hat aber hier seine Langbogenschützen. Und wenn die Elite werden, dann aber gute Nacht. Dann will er die jetzt weiter raushauen und dann nicht Imperial gehen? Aber was hat er? Was meinst du? Also die Langbogen. Also, oder spart er jetzt dafür? Nein, der ist ja auf dem Weg zur Imperialzeit. Ach, ist er schon? Ja, ja. Der ist gleich da. Gleich soll es soweit sein. Also die würde ich jetzt auf jeden Fall schützen, solange sie nicht Imperialzeit, also solange noch nicht Elite sind.
auf jeden Fall schützen und vielleicht noch ein paar Reiter nachbauen. Also leichte Kavallerie. Jetzt kommt der Trebok. Okay, Florentin guckt natürlich, dass die da unten jetzt doch die Burg bauen können. Beschütze so ein bisschen mit seinen Konquistadoren. Das auf jeden Fall. So. Wo ist der Trebok? Wo fährt er hin? Ach, er baut der sich macht auf. Doch schon, der macht doch schon Ärger. Jetzt schön eine Universität und Chemie erforschen. Ja, Chemie auf jeden Fall auch bei Trebok noch erforschen. Also ist wunderbar. Kannst auch Ballistik für Trebok erforschen. Dann treffen die auch ein bisschen sicherer im Gegensatz zu Mangen, die ja einfach nur raufbersten müssen. Was so. Baut Donny da hinten? Hier kommen Schießanlagen für weitere Plänkler. Also ich würde mich auf jeden Fall jetzt darauf konzentrieren, mehr und mehr Langbogenschützen zu bauen. Und vor allem die drei... Leute hier. Das sind auch immer noch punktetechnisch. Wir sind super nah beieinander. Deswegen. Das ist spannend. Augenhöhe, sage ich. Aber die drei Dorfbewohner könnten jetzt hier diese Burg reparieren. Ja. Und dann hast du halt auch weniger Stress. Jetzt kommen hier weitere Elite-Plänkler. Beide in der Imperialzeit. Jetzt geht's hier aber los. Wir sehen jede Menge Elite-Plänkler mit Konquistatore gegen Langbogenschützen. Und noch ein Trieböcke gibt es auf jeden Fall jetzt richtig viele, natürlich. Die Offensivburgen sollen weg. Gleichermaßen möchte Donny die Defensivburgen weg. Und da kommt auch der zweite Trebok schon von Donny. Oh, jetzt kommt hier die Trebok-Schlacht. Junge, Junge, Junge. Heute geht's los. Also das ist mal ein Spiel. Hat Donny schon eine Universität? Schauen wir doch mal rein. Nee, hat keine. Nee. Keine Offensiv... Keine Universität bei Florentin, keine Universität bei Donny. Schade. Florentin auf jeden Fall ressourcentechnisch gut dabei. Da ist die Burg. Die Burg ist weg. Da bei Donny reparieren sie. Er repariert sie jetzt etwas spät. Jetzt würde ich aber auf jeden Fall, guck mal, was dir jetzt fehlt. Und deswegen ist eigentlich die Kombination bei einem Briten nicht Elite-Plänkler und Langbogenschützen. Die kannst du dazu mischen, auf jeden Fall. Sondern, dass du auf jeden Fall leichte Kavallerie hast. Ja. Nämlich, wenn du die hast, dann kannst du auch solche Trieböcke erledigen. Nämlich, jetzt hast du nur Fernkampfeinheiten. Ja. Und die machen halt gegen sowas gar keinen Schaden. Also, Konquistatore? Ja. Er? Nee. Aber guck mal, sie sind beide, hängen beide noch ja, so ein bisschen bei auf den Ritterzeit, vor allem auch Feudalzeit-Upgrades. Geht der Trebok da unten? Na, nee. Ja, den würde ich dachte, jetzt der würde auf TC gehen. Nee, der soll hier auf die Burg gehen. Ja, so, und die sollen haben wir nicht. Guck mal, und das ist halt auch sowas. Guck mal, die schießen jetzt die ganze Zeit aufs Haus, bis du ihnen einen anderen Befehl gibst. Mhm. So, und das hier ist lecker. Also, wenn Florentin das noch gewinnt, spendiere ich euch allen eine Fanta ohne Eis. Also, das sieht richtig gut aus für Donny. Guck dir das an. Mhm. Guck dir das an. Das Einzige, was fehlt, Ballistik. So, das. Oh! Jetzt dreht sich das schon wieder, weil Donny nicht aufpasst. Diese Einheiten müssen hier oben stehen und viel, viel weiter weg. Ja. Weil, guck mal, die Plänkler mit vollen Defensiv-Upgrades. Und jetzt gibt's wahrscheinlich doch die Fanta. Ach, Quatsch. Eieiei. Was macht denn Donny sonst noch so? Donny, schauen wir mal rein. Was ist denn das? Das ist zum Beispiel wieder so ein Move, den ich nicht nachvollziehen kann. Er hat bisher echt eine gute Offensive gehabt. Jetzt baut er eine Burg mitten in Reichweite. Die geht nie und nimmer hoch. Also die darf nie und nimmer hoch. Sagen wir es mal lieber so. Ja, die geht auch nicht hoch. Da stehen ja auch direkt schon die Trieböcke. Richtig. Und selbst wenn sie hochgeht, ist das wurscht. So, die Einheiten, Wegpunkte auch bitte überprüfen und nicht einzeln reinschicken. Und er sollte eigentlich sehen, dass diese Einheiten die volle Defensiv-Upgrades haben. Und guck mal, das ist halt... Eieiei. Eine Doubt Castle wird gesagt, ja. Hm. Auch der ist auch gerne forward gegangen oder geht halt gerne forward. Marco wird zu einem richtigen Frank Buschmann. Aber guck dir das an, das ist halt auch wieder sowas. Jetzt hockst du auf 2000 Nahrung, siehst, dein Gegner hat super viele Plänkler. Ich bin Brite. Jetzt soll aber die leichte Kavallerie langsam kommen. Vorne schön einen Stall hinbauen. Hat er da einen Stall bei? Nee. Hat nur Schießanlagen. Doch, er hat Ich meine jetzt vorne bei denen. Vorne nicht. Vorne ist, das ist halt auch so ein bisschen mau hier, ne? Die Offensive. Kann man weiter ausbauen. Das hier abreißen, unbedingt abreißen. Hier bei mir, wie gesagt, auf der Minustaste nicht auf entfernen. Normalerweise auf entfernen. Mhm. Abreißen, dann kriegst du wenigstens ein bisschen was deiner Ressourcen wieder zurück. Weil echt? Ja. Also je nachdem, wie weit fortgeschritten ist, desto mehr, je weniger Prozent die hat, desto mehr kriegst du zurück. Mhm. Und genau, so kriegst du halt wenigstens noch ein bisschen was zurück. Außer Florentin lässt du jetzt doch einfach walten, dann würde ich ein paar Dorfbewohner. Zwei Leute noch mal dahin oder noch? Jetzt kommen Kasernen. Das ist genau die Einheit, die ich jetzt nicht bauen würde. Nee. Pick mir. Also, wenn der, pass auf, guck mal, wenn du jetzt wirklich leichte Kaff hast, und der hat schon Elite, hat er auch noch nicht, ne? Und das ist halt verschenkt jetzt. Oh, rennt mit dem. Jetzt rennt er mit allen Einheiten rein. In die Blinkler rein. Und da fällt die Burg. Oh, so, nein. Und das Ding, was du machen könntest, ist, du baust
Stelle einfach zum Beispiel hier hin und rennst permanent einfach in seine Wirtschaft. Er ist abgelenkt, er ist genervt. Bum, bum, bum. Überall sterben Dorfbewohner. Scrappy von Twitch schreibt, da ist der rote Kopf schon. Also, dann ist er wahrscheinlich. Ist er schon rot? Ich guck mal rüber auf den Bildschirm. Jo, Florentin sieht doch mal entspannt aus. Der wehrt das jetzt hier ab. Und jetzt? Guten Morgen. Das sieht jetzt schlecht aus. Donny, wie konntest du das herschenken? Oh nein. Ja, GG. Das sah doch so gut aus. GG. Das gibt's nicht. Das gibt es einfach nicht. Noch beenden, glaube ich. Das ist schade. Also das ist richtig schade. Das hätte ich auch nicht so gedacht. Zwei Schwertkämpfer. Na gut. Wow. Lange Zeit auf Augenhöhe. Okay, wir gehen ganz kurz in die Werbung und kommen gleich zurück mit der Analyse. Bis gleich. Hören, wie dein Angstlevel ist. Herzlich willkommen zurück nach dem, ich würde sagen, eines der knappesten Spiele überhaupt im Flonny-Format. Ja, also ich war streckenweise richtig panisch, wow. Erstmal gebührt das GG an dich, sehr starkes Spiel, also verdient gewonnen. Aber richtig, richtig hat stark richtig gespielt Spaß. Von das dir. Das war einer meiner Lieblingsspiele aller Zeiten von Holy allen crap. Spielen bis jetzt. Es hat Holy richtig crap. Bock gemacht. Ich habe jetzt schon viele Spiele gemacht. Das war, das hat echt, also ich weiß, Mara und Marco werden ja gleich auch was sagen, aber vielleicht wir erstmal so aus unserer Sicht. Ich glaube, es war echt gut, dass ich den Hügel erobert habe als erstes. Dann bist du leider Imp gegangen. Ich habe gehofft, dass du vergisst, Imp zu gehen, sodass ich mit Tribocken das Ding dann beenden kann. Ich bin sehr froh mit vielen Entscheidungen. Ich fand es war einfach super geiles Hin und Her. Du hast auch richtig geil gespielt. Du hast es war einfach geil, das hat richtig Bock gemacht. Du hast, es aber geschafft, bei mir richtig krasse Panik auszulösen, sodass meine Eco völlig zusammengebrochen ist. Ich glaube, die Hälfte meiner Dorfbewohner waren komplett idle, die halbe Zeit einfach. Ja, Marco, Mara, wie analysiert ihr? Oh, das war sehr schön. Bitte mal, Regie, bitte. Die könnt ihr mir ein bisschen leiser machen? Das ist super laut. Ja. Sorry, Entschuldigung. Schade. Also ganz ehrlich, sehr, 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 sehr spannendes Spiel. Je länger es sich aber gezogen hat, desto schwächer wurden die Wirtschaft von euch beiden. Mhm. Ja, aber erstmal zum Positiven. Unfassbar starkes Spiel von Donny. Schön gepusht, schön genervt, schön Ärger gemacht. Irgendwann dann, ja, Einheiten verschenkt, dazu kommen wir aber gleich. Genauso. Siehst du die hügelige fucking Langsam? Habt ihr das gesehen? Ich konnte meinen Scheiß, sorry, muss ich jetzt eingreifen, das ist nicht so. Ich konnte hier oben bei mir das zweite, also das dritte Dorfzentrum nicht bauen, weil alles wieder fucking voll und mit Hügel war. Warum baust du es nicht hier? Und hier? Ich wollte es hier unten, weil ich wollte Holz. Das war mein Holz quasi. Sollte mein Holzding werden, oben links. Und meine Holzarbeiter sind ja komplett die ganze Zeit mega quer durch über. Aber Holz hättest du auch hier gehabt, deswegen, sage ich ja. Ja, ich wollte aber nicht in die Front bauen. Ich wollte erstmal nach hinten abbauen. Ja, ich hatte ja gewollt gehabt. Du hast genau. Du hattest ja nur einmal kurz eine Situation, wo Florentin Stress gemacht hat. Und du hast ja ganz gut reagiert. Und das meinte ich auch zu Mara. Erstmal upwallen hast du gemacht. Hast keinen Stress und gemacht. Und die kleinen Verbindungsdinger nicht vergessen, endlich mal hier. Ja, die Scheiße. Der hier war. Guck mal, du hättest auch theoretisch so machen können. Aber ich habe ja auch zu Mara gemeint, ey, scheiß drauf, Hauptsache ist zu. Ja. Ist egal. Geil, nice. So, und das hast du ganz gut gemacht. Und vor allem dann später hast du es sehr gut gemacht, als Florentin wieder stressen wollte. Hast du halt gestresst. So, dann musste Florentin zurück. Und dann kann er dich nicht mehr stressen. Problem, worauf ich ja noch zu sprechen kam, eure Wirtschaft war dann miserabel. Yep. Guck mal das hier zum Beispiel. Oder hier, vier ja, ja. Du hattest lange Zeit, hattest du kaum Dorfbewohner auf Gold. Guck mal, und selbst jetzt, zu einem späten Zeitpunkt, kaum Leute drauf. Im Gegensatz Florentin jede Menge. Aber guck mal, jetzt gucken wir uns mal hier rein, wie es sonst aussieht. Es sieht wirklich so aus, als hätte ich verloren. Einfach meine Base in Flammen und das, kaputt. Jetzt stell dir einfach mal eins vor. Guck mal, du hast Elite-Plänkel, auch lange Zeit ohne Upgrades. Schnelle Upgrades machen. Ja, habe ich vorhin noch gesagt, tatsächlich muss ich mich, gibt es keine genauso Entschuldigung, habe ich einfach vergessen. Ja. Genauso Florentin, Offensiv-Upgrades fehlen. Aber wie gesagt, du hattest alle Defensiv-Upgrades, deswegen eigentlich gut. Aber wie gesagt, Florentins Plänkler können mit allen Offensiv-Upgrades genau dagegen kämpfen, weil die haben mehr Reichweite. Genau, da hatte ich auch ganz kurz mal aus meiner Sicht, da hatte ich auch kurz, da zum allerersten Mal gegen Florentin mit diesem Plänkler, als ich bei der Nabel schon war, die Burg gebaut hatte, hatte ich kurz gedacht, jetzt kriege ich ihn, weil du hattest ja Plänkler nur und ich hatte schon Elite-Plänkler. Da habe ich kurz gedacht, fuck, jetzt muss ich pushen, Alter. Du hast wenn ich jetzt nachbaue und jetzt weiter konzentriert Druck mache. Absolut. Aber da hat er wieder das richtig gut gekontert mit den Sachen. Also du hast dann einfach auch super viele Plänkler gebaut und einfach dann gut gemicrode und habe ich dann das Nachspiel. Ja, im Endeffekt, für Florentin haben halt die Plänkler gewonnen.
auch wenn hier zum Beispiel, auch gleich nochmal dazu, auch wenn du hier deine Forward-Base verlierst, was du jetzt gerade tust, dann baust du dich halt hinten auf. Das ist noch nicht gegeben. Ja, das schon, aber ich habe ein bisschen noch an die Sendezeit gekommen. Also das nicht war ewig, definitiv nicht gegeben. Ewig in die Länge ziehen. Nein, das war aber definitiv nicht gegeben. Das, egal, ob es länger dauert oder nicht. Guck mal, du hast hier hinten auch noch Produktionsgebäude. Ja. Erzählen wir mal bei Florentin die Produktionsgebäude durch. Also wie halt Florentin hat das auf jeden Fall gut gemacht. Ja. Nur, woraus baut er jetzt noch Einheiten? Also daraus? Daraus? Rechts, da sind noch ein paar Schießgedöns. Ach, hier drei. Ja, ich meine. Ach, krass, ja, wenn ich es jetzt so sehe. Ich meine, ja, das Ding ist halt im Endeffekt, du hast, also Donny hat sehr, sehr oft Einheiten verschenkt. Ja, also voll. Richtig verschenkt. Ja, ja. Und da war es natürlich für Florentin leichtes, die dann, beziehungsweise relativ leichtes, die abzuwehren. Mhm. Was dir fehlte, Donny, war eine Einheit. Leichte Kavallerie. Ja. Und jede Menge davon. Ich dachte mir auch, wenn du einfach die Plänkler gekontert hättest, ja. Die baue ich halt nie. Hätte ich echt nicht mehr viel Scheiße, das ja, ist der Konter. Das ist halt das Ding. Und du hast hier versucht, dann Zweihandschwerkämpfer zu machen. Zu teuer, also dafür hast du auch nicht die Ressourcen. Mhm. Bau einfach, du hast ja jede Menge Food, bau einfach 3-4 Stelle zum Beispiel hier oben hin und raide ihn einfach, während er versucht, deine Forward Base einzureißen und kauf dir Zeit, dass du dich hinten wieder aufbaust. Ja, das sind auf jeden Fall super Tipps. Ich kann dazu nur sagen, das wird hoffentlich irgendwann mal kommen immer mehr Übung und so. Aber Stand jetzt, also die Sachen machen immer Sinn, wenn du sagst, aber im Spiel, das ist einfach das Multitasking. Das ist einfach schwierig. Also gleichzeitig diesen Angriff zu fahren, gleichzeitig die Wirtschaft nicht zu vernachlässigen. Bei mir auch, die Wirtschaft leidet immer sofort. Ja. Bei mir komplettes Chaos, das ist komplettes Chaosfeld. Ich habe schon die Szenen in meinem Kopf, wie du sagst, oh, Florentin gerade 20 idle Arbeiter, gerade 19 Arbeiter. ewig die rumstanden und nichts gemacht. Aber ich muss auch noch einmal sagen, Alter, Ich muss es loswerden. Ich bin so fucking froh, dass ich zum allerersten Mal in meinem Leben deine Kongs gekontert habe. Ey, mega gut. Ich konnte kaum Stress machen. Sonst kamst du immer an diesen... Ja. War sehr geil. Und dieser Wall. Ich war so froh und dann dachte... Ja, das Einzige, was dir noch fehlte, also wie gesagt, der Wall war super, also das war solide, also auch wie gut gemacht. Plänkler waren gut. Das Einzige, was dir fehlte, Universität und Ballistik. Ja, habe ich vergessen. Und halt alle Upgrades. Bei Florentin, wie gesagt, hat es auch super gemacht. Muss man auch natürlich loben, weil vorher auch mal gesagt, ich kritisiere Florentin zu doll. Mache ich gar nicht. Hat halt auf jeden Fall seit der Feudalzeit eine bessere Wirtschaft gehabt als du. Auch wenn du Fast Castle spielen wolltest, Florentin hatte seinen einen Bohr nicht gefunden. Ich glaube, der steht immer noch hier. Ja, ja. Da chillt er noch. Genau. Und trotzdem war er schneller in der Ritterzeit. Ach sorry, ich finde das so witzig, wie der Border chillt bei den Häusern. Jeden Tag, jeden Morgen so, moin. Ey, das ist für mich so eine Schonfrist. Wenn der 20 Minuten überlebt, dann überlebt er auch. So, dann hat er es geschafft. Dann ist es ein Maskottchen. Okay, heiliges Tier. Eine letzte Sache wollte ich noch sagen, habe ich ganz vergessen. Ich wollte gar keinen Fastcastle machen. Ich wollte Tower Rush machen. Ich wollte dich Tower Rushen. Das war mein ganzer Plan. Dann ist mein Scout gestorben. Und da bin ich auch froh drüber, dass mittlerweile die Mechanismen bei mir jetzt auch so drin sind, dass ich dann nicht in Panik geraten bin, sondern gedacht habe, okay, jetzt ist der tot. Und dann versucht, eigentlich würde ich ja fast gerade mit 27 Pop machen, aber ich habe jetzt halt mit 25, ich habe nur so ein bisschen, weißt du, dieses Umdisponieren. Ja. Das habe ich so langsam raus, so ein bisschen. Das finde ich ganz geil, so dieses, okay, jetzt hat das eine nicht funktioniert, dass man ich war so unflexibel die ersten Spiele. Du auch, ne? Das ist so dieses, dass man jetzt nicht mehr nur die Build-Order durchzieht, sondern dass man reagiert und dann so. Aber Donny, ich bin, wegen einer Sache bin ich aber wirklich dir vor allem sehr böse, weil es gab eine Situation, wo du das Spiel komplett in der Hand hattest, dann habe ich gesagt, ey, wenn Florentin das noch gewinnt, gibt's für alle eine Fanta ohne Eis. So. Scheiße. Ach, ich weiß es nicht. Also, ich werde mich da gar nicht irgendwie rechtfertigen. Ich habe es einfach aus der Hand gegeben. Florentin hat. Gut, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, wenn die Karte aufgedeckt ist und so weiter. Aber es ist halt auch viel Psychosache. Es ist viel Kopfsache. Ich habe immer nur gegen Florentin verloren. Ich habe einfach dich besser eingeschätzt in der Situation. Und einfach war dann zu defensiv. Genau die Dynamik haben wir gegen Marco auch. Ich dachte kurz, als ich mit meinen Langbogenschützen deine Dorfbewohner geradet habe, so, okay, ich glaube, jetzt kann ich pushen. Aber dann hast du halt meine Bogen kaputt gemacht. Und hat es dann schon 3 Tribocke oder so. Ohne und dann habe ich schon wieder mich zurückgezogen. Ja. Ich glaube, da hätte ich weiter pushen müssen. Gut, Marco, du hattest jetzt genug Zeit, uns zu analysieren. Die da oben, während ich hier mein Herz ausschütte oder was? Die Burg verschwindet. Du konntest uns analysieren. Marco, jetzt bist du gefragt. Jetzt heißt es nicht mehr reden, sondern machen. Wie schaut es bei dir aus? Wie stark zittert dein kleiner Körper? Ich beende erstmal dieses Spiel. Wie stark zittert dein kleiner Körper? Meine kleinen Hände vor allem. Ich weiß gar nicht, was du für eine Vorstellung von meinen Händen hast. Ich hab dich noch nie live gesehen. Ich weiß nicht, wie groß du bist. Wir sprechen ja eh nur via Anwalt. Ja. Hast du gerade gesehen? Das ist witzig, wenn da war eine Fanta-Dose. Regie ist am Träumen. Marco, wie sieht's aus? Wie ist dein Angstlevel? Mein Angstlevel heute, nach der letzten Leistung von euch, muss man ja eigentlich sagen, das muss deutlich höher sein, ne? Eigentlich schon. Ich gehe auch höher.
Heute gibt es eine 5. Oh, ja. Hab ich vorausgesagt, das wollen. Die 5. Okay, dann würde ich sagen, können wir gleich anfangen. Komm, komm schon. Komm jetzt! Ey, du hast richtig gut gespielt. Gut gespielt, okay? Komm zusammen. Kannst du fast noch mehr? Come on, Jack! Was? Ey, heute machen wir ihn fertig. Heute machen wir ihn fertig, ey. Flotty forever! Eine 6, echt? Jetzt mal ich. So. Mensch, wir sind heiß gespannt. Geh in dein Zimmer. Ich geh auch gleich. Wir gucken gleich alle in der Redaktion. Ich alle gucken in der Redaktion. Übrigens, ich gucke alle zu, auch in diesem Haus, auch bei Game 2, schauen diese Leute aktiv das Format. Ich habe halt von mehreren Leuten aus der Medienbranche gehört, dass sie es gucken. Also nicht nur die tolle Community. Mehrere Leute aus der Medienbranche. Ja, ich kenne Klaas Wolfer Andreas Umlauf. Klaas Wolfer Umlauf guckt. Guck mal, ich bin übrigens der graue Colin. Hey, was geht? Willkommen bei dem Game 2. Deine Mutter. Ich lade euch schon mal ein. Nicht, dass ihr euch jetzt verquatscht. Ich hab die Mutter. Ah, so gern. Oh, Leute. So, klassisch Arabia mal wieder. Marco spielt zufällig. Bulden. Ich bleib bei den Spaniern. Bleibst du bei den Briten? Ich bleib bei den fucking Briten. Na gut. Übrigens, Donny, du bist rot. Ich bin, was? Rot. Ja klar, ich hab das Red Face. Das Red Face. Ja, ist klar. Aber jetzt geht wieder weg. Guck mal, ist das neue Duckface, das Red Face? So, teilnehmen. Gut, ab in den Requisitenkeller, Mara. So, nein, ich werde jetzt rüber. Tomate sagt das. Ach, Tomate. Auf geht's. Nun gut, danke Mara für das Co-Kommentieren und für das Aufpassen auf den Chat. Dann da muss man noch nicht aufpassen, das sind die coolsten Leute der Welt, die im Chat sind. Da gibt es gar nichts aufzupassen. Das sind die geilsten. Yeah. Die Map ist noch klein. So nämlich. Die Map ist noch sehr klein. Ja, Florian, die lass mich doch erstmal die Mara verabschieden, dann geht's auch gleich mit uns los. Danke, Mara, für alles. Ciao, Mara, mach's gut. Vielen Dank. Wie nervig du auf jeden Fall. Die Map ist noch klein. Schauen wir mal. Wir werden jetzt alle gucken. Ja, ich bin gespannt. Hat Mara auch eine Weste angehabt? Nee. Mara hatte mal. Hast du gestern eine Weste angehabt? Vorgestern hatte sie eine Weste an. Marco bringt die Weste zurück. Ich habe übrigens neulich, Marco, ne? Ohne Witz, ich weiß nicht, ob das der Facebook-Algorithmus oder was auch immer war, oder ich wurde wieder mit Cookies gestalkt, keine Ahnung. Ich habe irgendwie so einen Post gemacht, das hat übrigens ein Fan aus der, oder ein Zuschauer, hat ein super geiles Video gemacht, ein alternatives Intro. Können wir das eigentlich vielleicht noch da drunten verlinken? Wir können es leider nicht auf dem Sender zeigen, weil wegen Rechten und so. Verlinken können wir es. Verlinken machen werden wir es, und könnt ihr dann da unten finden jetzt gleich. Und dann war in meinem Facebook-Feed aber direkt darunter eine Werbung für eine Weste. Kein Witz. Kaufen. Sehr gut. Okay. Nun gut. Machen wir noch mal Werbung. Ah, nee, wir hatten ja gerade. Nee. Stimmt. Es geht gleich los. Okay, Briten. Ai. Ai. Jebait. Noch ein paar Towns abfeuern. Der Kaserne, bitte. Kann ich mal noch ganz kurz wissen, wo ist denn, welches ist denn jetzt das? War die falsche Chance? Falsche Zahl ist 80, oder was? Nee, allein damit 73. Könnte man sich okay, das muss ich beschäftigen. Dein Team noch? Sehr gut, okay. Warte, Team. Marco GLHF. Vielleicht das letzte Mal. HFGL. GLF gab's auch als Taunt. War das? Nein, auch verdammt. Go, go. Okay. Los geht's! Okay. Dann viel Spaß euch. Viel Spaß. Ciao. Bis nachher. Okay. Komm! Okay, Donny. Let's go. Let's go. Hast du geguckt, was er ist? Nein. Ich auch nicht. Was machst du denn? So, ja, muss ja auch ein bisschen was sagen. Japaner sind wir. Kawaja wird es geben. Richtig lecker, Kawaja. Schafe, Gott sei Dank, noch gefunden. Geht mal rein da. Du sollst sie bewegen. Dann holen wir gleich mal die noch schnell ab. So, du kannst schon mal das anknuspern. Schönes Wood. Ja. Ja. Jetzt habe ich hier ein Haar im Mund. Bäh. Um Himmels Willen. Chopper.
Ich habe auch beide Schweine, Alter. Alles gut. Ja, bei mir ist es auch sehr gut. Ich habe auch gutes Backwood. Ich kann gut wallen. Wir dürfen nur die Speere nicht verlieren, das ist alles. Wenn wir scouten, was er macht, uns anpassen, überhaupt keinen Stress. Grayton? Ich kann super wallen bei mir. Wir sind sehr weit auseinander, das ist ein bisschen, so ein bisschen komisch. Bulden. Ich finde nur meine ich finde nicht so viele Schafe, das ist mein Problem gerade. Bulden. So, dann können wir hier wollen. So. Gold ist auch gut. Es sieht alles ganz solide aus. Wir gucken, dass die Wege gut aussehen. Das sieht auch gut aus. Uiuiui, was war das denn? Da sind sie, genau. Oh, einer zu viel. Ja, solider Start. Also, ganz gut. Wege sind auch ganz gut. So. Können wir mal hier rauf gehen, noch auf einen weiteren auf Holz. Und jetzt achten wir vor allem auf unseren Scout ein bisschen, dass der nicht irgendwo reinrennt. Nämlich hier könnte jetzt ein Gegner sitzen. Ah, da haben wir doch gerade den zweiten Bohr weglaufen sehen. Oh, fick. Nee. Oh, ich wollte schon sagen. So. Wo haben wir denn mein Deer eigentlich? Ach, da. Uff, super weit weg. Schneller reagieren. Schäfchen. Das ist jetzt nicht schlimm, dass es so weit weg ist. Scout nicht eideln lassen. Weiter geht's. Jetzt Vollgas. Muss so ein bisschen Transfahrschule nachmachen. Und jetzt Vollgas. Gas, 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 Gas. Aber Donny. Boah, ich habe so Panik, mein Speer zu verlieren. Bulden. Presta. Construir. Buscar. Construir. Construir. Sí? Construir. Sí? Construir. Okay, ich hab ihn. Okay, nice.
Ja, er hat hier gewallt. Ich bin. Hier ist schon. Also der wallt sich ein, auf jeden Fall. Wenn er jetzt schon zu hat. Ich kann einen Dorfbewohner killen hier. Einer wallt. Wo denn hier im Westen? Ja, ich kill gerade einen Dorfbewohner von ihm. Im Westen? Ich glaube, ich bin da auch. So. So. Hier ist Florentin. Hier sind die Bären. So. Eigentlich war der Wall da unten total dumm. Sehe ich gerade. Also der andere. So. Jetzt kommt der nächste hier an. Also, was ist denn los mit euch? Oh. Noch ein bisschen mehr auf Holz. Apropos dumm sein, Idle Scout. So. Ach Quatsch. Hui, hui, hui. Wir schauen rein bei Florentin und hoffen, dass wir was finden. Was? Ritter, sondern Bogenschützen. Er hat eine Schießanlage, ja. Ach so, ja, okay. Er hat eine Schießanlage. Ja, ich hab's gehört. Ja, Blatt konstruiert. Presta, agora. Yay. Golden. Geht der berittene Bogenschützen vielleicht? Das kann gut sein, das macht er gerne. Okay, Ritterzeit. Hoi, Ritterzeit. Hoi, hoi. 16 fucking Minuten.
ich weiß echt nicht, was wir machen sollen. Ich baue Plänkler. Du baust Plänkler? Ich baue Plänkler. Soll ich Bogenschützen bauen? Kannst du machen. Ich versuche Plänkler und Ritter. Also ich klicke jetzt gleich hoch. Ja, zwei berittene Bogenschützen auf dem Weg zu mir. Okay, wie kann man die kontern? Plänkler. Okay, dann baue ich auch Plänkler. Ich brauche nur Holz für eine fucking Schmiede. Mein Scout ist hier. Der kann Ärger machen. Mach das doch. So. Das tut gut. Mit einem Scout einfach Villager wegfrühstücken. Jede Menge. Soll er machen. Scout ist auch tot. Na gut. So. Das passt hier nicht hin. Passt es jetzt immer noch nicht. Hallo. Jetzt aber. Okay. Hahaha. So. Oh, ich bin seit 100 Jahren Host. Oh Mann, ich spiele gerade schlecht. Scheiße, ey. Immer gegen Marco. Bulden. Boah, der hat richtig viele berittene Bogenschützen bei mir. Ich versuche mit zwei Rittern mal zu irgendwas gegen bei ihm zu machen. Können jetzt zu dir kommen, sind einige, sind so 8 Stück, ne? Die können jetzt auf dem Weg zu dir sein. Okay, hab jetzt auch Ritter in der Base? Ah, oh, fuck you! Oh Mann. Mach das doch. Ah, dumm. Ah, ja. Tee. Ah. So.
ein bisschen mehr auf Golda. So, gucken wir mal, was wir jetzt für einen Schaden noch anrichten können. Okay. Ich kann jetzt erst so langsam Militär aufbauen. Oh, ich habe meine Ritter völlig vergessen. Ach Gott. Die sind weg. Ach, fuck. Jetzt kommt er mit Rittern. Ein Ritter steht vor meiner Base. Also Pikeniere auch bauen. Werd fertig, Burg! Yes! Ich bin ständig fucking housed! So, ich brauche jetzt dringend ein TC, ansonsten wird das gar nichts mehr. Ich will ein Mandatum? Yes! Ich will ein Batal! Ich will ein Mandatum? Ich will ein. Ready! Mein Gott, ey. Bolden. Ready. Ready, Brayton? Bolden. Was nehmen die denn den längstmöglichen Weg auch, Freunde? Mandatum? Ich will Chopper. So, Freunde, jetzt fucking TC. Bitte, bitte, das ist nicht dein motherfucking Ernst jetzt. Ich hab super viel Gold, wenn du brauchst. Brauchst du Stein? Also ich hab 400. Wenn du dringend eine Burg bauen willst, kann ich es dir schicken. Nicht unbedingt. Nee, Burg habe ich. Alles gut. Ich brauche nur jetzt Eco einfach. Ich brauche ein TC. Ich muss irgendwie ein bisschen vorankommen. Oh Mann, ich erhole mich erst so langsam jetzt von meinen ganzen Fehlern. Lecker bei Donny anknuspern, das ist egal. Da scheiße ich doch drauf. So. Na, das ist egal, das brauchst du nicht mehr abholen. Idle, überall alles. Und auch noch haust. Ugh.
So, alle Einheiten verloren, nicht so schön, aber egal. Nicht so wichtig. Oh. Okay. Da. So. Machen wir mal wieder ein bisschen Schaden bei Florentin. Also er nimmt die berittenen Bogenschützen zum Raiden und Ritter, der baut irgendwas anderes noch, glaube ich. Aber die Punkte sind ganz gut. Guck mal, machst du gut Stress? Nicht so viel, ein bisschen. Ich muss mich leider ein bisschen auf meine Ego konzentrieren, damit die nicht so alles krass klar, alles leidet. Klar. Kein Ding. Die sind auch so unendlich langsam. Könnt Nahrung gebrauchen. Hab ich selbst nicht. Ich hab an. Nahrung fehlt mir tatsächlich sehr. Ready. Fucking Holz, ey. Mandatum. Mandatum. Yay. Yay. Correct. Chopper. Yay. Chopper. Mandatum. Bulden. Mandatum. Correct. Correctus. Presto. Degrado. Mandoi. Presto. Agora. Mandoi. Agora. Mandoi. Stresst du ihn noch? Nein. Der wird boomen. Hol dir Kartografien. Okay, ich baue jetzt einen Marktplatz. Ich habe halt super Holzmangel, ich habe 50 Holz. Also wie gesagt, wenn du Gold brauchst, ich habe mega. Ich schick dir Holz. Vielen Dank. Sehr gut. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Scheiße. Okay, ah, lol, ey, jetzt kommt er, jetzt macht das fertig. Wegpunkt. Richtiger Wegpunkt. So. Ja, sieht doch gut aus.
Ja, meine Güte. Hierhin. Unter deine Burg. Falls du die da hinlocken kannst. Ich bin so unglaublich dumm. Sorry. Ich habe gerade ganze Ressourcen vor. Oder ich gehe in Raiden jetzt währenddessen. Ich muss jetzt Imp werden irgendwie. Wo ist denn der jetzt? Okay. Ich komme dazu jetzt. Okay, hier kommt. Ah, das bist du. Ja. Super. Yes. Gib mir den Kongs weg. Sehr schön. Er baut noch eine Burg hier. Wo? Ein Stall. Stall baut er hier hinten hin. Hier, direkt hier bei der Front. Ja. Ich versuche ihn jetzt irgendwie zu stressen. Ich gehe jetzt vor mit super vielen Dorfbewohnern hier und versuche eine Offensivburg zu bauen. Einfach um ihn zu nerven. Es könnte klappen. Okay, ich habe jetzt einen Tribok. Guck mal hier, ich krieg das hin. Siehst du das? Ich baue hier eine Burg. Super. Auf sein Dorfzentrum und sein Gold. Sehr, sehr schön. Die geht auch hoch.
Und Elite-Langbogenschützen kommen jetzt auch. Yes, yes. Und ich habe Ornanger. Yes. Yes, yes. Yay. Yes, yes. Kann jetzt super raiden bei seinen. Battle. Yay, yay. Fight. Battle. Battle. Ich raid ihn gerade jetzt von zwei Seiten. Das läuft gerade, siehst du das? Ich kann hier jetzt von beiden Seiten, hier mir gerade in die Zange. So. Falsch. Ja, ich bin groß unter Bedrängnis leider. Also egal, mach weiter. Ich mach gerade bei ihm Stress. Falls du. Der kann sich darauf nicht konzentrieren. Oh Mann. Hast du Nahrung? Hast du Nahrung? Ja, schicke ich dir. Ah, fuck. Also ich breche langsam zusammen, ne? Kein Holz. Wenn du Holz hast. Dringend Holz. Ich verliere gerade viel. Okay. Ich muss es versuchen. Komm, das hat noch fucking 3 Lebenspunkte, dieses Trebuchet, ey, das ist lächerlich. Fehlt original ein Stück Stein. Das gibt's doch nicht. Eins. Mann, warum gewinnen meine Husare denn nicht gegen Plänkler, Mann? Was ist denn da los? Oh, leider keine Nahrung. Oh Gott, was hat denn der für krasse Bogen? Warum haben die so eine Reichweite? Bulden. Yay. Equilon. Ah, genau so ein Blödsinn. So ein Blödsinn wollen wir doch nicht machen. So ein Blödsinn wollen wir doch lassen. Ist auf den Sack. Ja, das sind japanische Triebwerke, die sind super gut. Komm,
Konstruier. Konstruier. Presto, agora. Ey, ich krieg die Triebocke nicht kaputt. Ja, die sind heftig. Mein Gott, ihr Lappen, ey, was macht ihr denn? Der macht immer meine Burgen sofort kaputt. Schon wieder eine Burg kaputt gemacht. Alter, ich krieg die nicht verteidigt. Ich bin so schlecht. Ey, ich bin... Kannst du nochmal Druck machen bei ihm eigentlich? Ich kämpfe mich gerade aus seiner Belagerung so ein bisschen frei. Okay, alles klar, ja, kein. Ich mache aber gut. Auch gerade so ein paar Dorfbewohner von ihm kaputt. Es war nur eine. Nee, alles gut, was mich interessiert hat. Construir. Sí, Santiago. Agora. Presto. Okay, auf Reiter umschalten war, glaube ich, eine gute Idee. Greaten. Bulden. Greaten. Ready. Bulden. Bulden. Greaten. Ah, jetzt ist er bei mir in der Base, ey. Ja, der ist halt hier, der macht alles kaputt von mir. Mit Triebocken hier. Sí.
Debated. Construir. Talar. Construir. Bulden. Ready. Bulden. 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 Ready. Bulden. Bulden. Ja, ey, ich weiß nicht. Plotin, es riecht echt nach GG bald. Aber bei mir läuft's gut. Aber er repariert seine Burg wie blöd. Ey, wenn ich die kaputt krieg. Komm, ich mach jetzt einfach mal einen Vorstoß. Ich glaube, ich gehe auf berittene Bogenschützen jetzt einfach. Der hat halt helle Badere, das ist halt übel. Ich bin in seiner Base. Geil, mach Stress weiter. Ich versuche nachzukommen. Ich bin gerade super schlecht. Okay, ich gehe jetzt auf berittene Bogenschützen und versuche jetzt dich zu unterstützen. Ich habe halt kein Gold. Du hast nicht zufällig Gold? Nee. Geil. Konzentrier dich, ist alles gut. Ich baue jetzt berittene Bogenschützen, richtig viele, Alter. Wie counter ich denn jetzt Hellebardiere, Mann? Die Hellebardiere sind auch super stark. Habe ich auch Probleme mit gehabt. Ich gehe auch mal auf Hellebard. 300, 600. Okay, verkaufen. Konstruier. Okay, ich versuche mal zu raiden jetzt mit den Briten Bogenschützen. Ich habe eine ganze Menge. Kannst mal hier gucken. Ich habe ein kleines Arsenal. Mandatum Bolden. Mandatum. Bolden. Okay, ich gehe jetzt auch mal rein und versuche zu stressen. Er hat Husaren. Das bin ich. Okay, ah, okay, scheiße. Gut. Zauber. Ja, ich will. Wir brauchen unbedingt einen Tribok. Scheiße. Ich versuche hier die Wand einzubrechen. Ja,
Ich counter jetzt Hilibardiere einfach mit Plänklern. Mir ist das jetzt scheißegal. Ich counter, was ich will. Gold? Das ist geile Sache eigentlich. Okay, ich habe jetzt mit ordentlich Sachen hier. Ja, er hat eine Burg bei mir, aber ich glaube, die kriege ich. Ich mache hier gerade richtig Ärger. Ich mache hier gerade Raiding richtig gut. Super geil. Ich kill hier richtig viele Dorfbewohner gerade. Ja, Mann, die berittenen Bogenschützen war die beste Entscheidung. Ich hab seinen Marktplatz. Alter, ich hab hier richtig. Es läuft! Ja, es läuft. Ich hab auch einen Triborg jetzt in seiner Base. Ja, Mann! Wo ist denn der? Wo ist er? Der Rest! Komm hier runter! Das Dorfzentrum greife ich hier mit dem Triborg an. Der hat doch nichts mehr, oder? Wo ist der doch? Ey, Flonny Power, Mann! Ey, ich glaube, wir haben ihn, Alter! Ich guck mal, das Dorfzentrum fällt auch gleich. Alter, wo hat er denn noch Sachen? Der ist doch tot! Florentin? Ich glaube, wir haben's! Jetzt nur aufpassen. Wo ist denn der noch? Weißt du, wo der ist? Red mit mir! Nee, ich gucke gerade nach rechts irgendwo, ob er damit noch was hat, aber viel ist da nicht mehr. Puh. So. Echt hier irgendwo? Zieh mal da weiter. Komm. Nach rechts meinst du? Ja, ja, ja. Der kann doch nirgendwo anders sein. Ja! 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 Holy shit! Ja! Ja! Fucking Flonny! Yes! Ja! Yes! 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 Da ist er! Da ist die Weste! Ja! Ja! Yes! Oh! Ja! 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 Da ist er, Flonny! Oh, der Geist!
Alter, Mann, das war gut, Mann, ey. Schön abgewehrt, schön angegriffen, Mann. Alter, das war Marco. Das war der Westmann. Der Westmann ist gefallen. Aha, ist das schön. Ich finde, ist das gut. Ich finde, er hätte ein bisschen schneller GG machen können. Alter. Ne? Ein bisschen schneller GG machen müssen. Ein bisschen länger gezogen. Holy crap. Wo ist er? Ich will ihn sehen. Ich will ihn sehen. Wir wollen ihn sehen. Ich will ihn sehen. Ich will sein Westengesicht sehen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist Marco? Wo ist er? Bitte. Oh. Da ist er. Da ist er. I'm Step 5 in your face, Alter. Yes. Oh mein Gott! Zu wenig Druck gemacht! Habt ihr gut gemacht! Oh mein Gott! Habt ihr gut gemacht! Alter! Wie lange er nicht GG gemacht hat! Ich dachte, wo ist er denn? Lange GG. Also nee, keine Sorgen, war jetzt keine, das meinte ich nicht böse, nicht so arrogant. Ich meinte, ich hab mich die ganze Zeit gedacht, du hast noch irgendwas in der Hinterhalt, das meinte ich. Wir wussten nicht, was los ist. Ich wollte immer wieder ein bisschen was abwehren, nur dann kamst du halt irgendwann mit berittenen Bogenschützen. Das war die beste Entscheidung, Alter. Donny! Nervig. Ich war schon GG, weißt du noch, ich hab zum Florentin gesagt, Freunde, ich bin der Depp, ich hab zum Florentin gesagt, ey, ich glaub, es ist bald GG. Weil du ständig hier unten links meine Bogen kaputt gemacht hast und da dachte ich einfach auf gut Glück, Deine Bogen kam ja erst relativ spät, da hat der Florentin schon eigentlich gut Druck aufgebaut. Oder Florentin ist mehr MVP auf jeden Fall, du hast das Ding getragen. Ey, wie gesagt, dich konnte ich ja eigentlich super nerven mit My Cover Archern, Florentin auch ein bisschen. Hab's aber dann, wie gesagt, verpasst, die Burg zu verhindern. Und da war ich schon fertig und das war natürlich dann nervig. Und ich hätte halt schneller da Druck auf dich ausüben müssen. Dann wär's vielleicht anders. Da ist er! Die Weste! Da ist der Westmann! Eigentlich müsstest du die Weste ausziehen, da oder? Da ist der Westmann. Ich will ihn sehen. Ich will ihn sehen! Oben, ne? Oben. Ja. Kommst du jetzt hoch? Ja, er kommt hoch. Auf Gottes Willen. Da gewinnen die... Ich kann das gar nicht richtig. Einmal, meine Güte. Ich kann das gar nicht richtig. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit meinem Leben machen soll. Wir können ja, wie gesagt, es soll ja dann nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich wusste, dass es soll. Ich weiß, wir haben auch den Monitor nicht gesehen. Hat man uns gesehen danach beim Jubeln? Nee, also ich habe euch nicht. Dann machst du einfach den längsten Weg. Oh Mann. Marco. Gut gespielt. Ja. Setz dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Donny, Mann, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, ob man dich überhaupt hört mit der Funke hier oben. Ja, du kriegst eine neue, deswegen. Ich hab so ein ganz komisches Gefühl gerade, so wie nach Silvester oder sowas. Das ist wie so, mein Leben fängt neu an. Ey, ich hätte wirklich ohne Scheiß mehr Druck machen müssen, wenn ich mir nämlich ansehe, dass das hier eigentlich theoretisch so eigentlich alles ist, was ihr habt. Ach, das ist halt, die Skirmisher haben mir ein bisschen das Genick gebrochen. Da hätte ich doch lieber auf Infanterie gehen sollen. Aber es war natürlich nervig mit euren Kongs und Bogenschützen. Danke. Schwierig als... Japse. Ey, ist so witzig, hier kommt echt einer nach dem anderen vom ganzen RBTV-Haus und kommt so rein und gibt uns so einen Daumen hoch. Gut gemacht. Alle haben es in der Firma geschaut, allen Monitoren lief es. Wir haben es geschafft. Wir müssen leider recht zügig zum Ende kommen. Hier blinkt das schon bei mir. Warte. Ganz toll. Da ist unser Triumph. Er zieht sie aus! Da ist die Trophäe! Die Trophäe! Wir haben die Weste! Donny. Bring sie runter! So lange müssen wir noch. Freunde, komm, das kann nicht sein. Regie, hier blinkt es die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er muss einmal runterkommen und die Weste anziehen. Come on. Ach, ich fühle mich so nackt. Das hätte ich definitiv besser. Damit müssen wir es beenden. Und währenddessen moderiere ich schon ab. Florentin ist gleich da, zieht die Weste an. Vielen Dank, Marco. Tolles Spiel, Hammer Bock gemacht. Ich glaube, Florentin ist absoluter MVP, der hat es getragen. Jetzt kommt er rein, deswegen gebilden ihm die letzten Momente. Zieh sie an! Da ist sie! Da ist die Weste! Warte, ich zieh sie dir an! Stellen Sie sich genau da, wo man sie nicht sieht. Warte. Es ist vorbei. Möchten Sie gerne reinschlupfen? Man sieht euch da nicht jetzt. Ah, sehr gut, danke. Yes, Mann! Das war Ich will ihn! Flanny vs. Marco, wir haben es geschafft. Es hat nur fucking 12 Folgen gedauert. Aber wir wollen das Format nicht beenden, oder? Ah! Ich fahr jetzt erstmal ein Jahr lang in Urlaub. Mir ist alles scheißegal, Mann. Wir haben es geschafft, Marco in your face! Bulden! Das war Flanny vs. Marco. Macht's gut, wir gucken mal, wie es weitergeht. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, was noch passiert. Nächste Woche Rematch. Das war Marco Giesel als der Westenmann. Schönen Tag noch, haut rein. Das war Flonny. Tschüss. Yes, Mann! Einer! Yes!